Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Ich hatte heute die Chance, mit Rogue Nation den fünften Teil der absolut erfolgreichen Mission Impossible Reihe zu gucken. Es ist mal wieder soweit, das IMF soll aufgelöst werden und das just in dem Moment, als Ethan Hunt und sein Kernteam dabei sind, die Drahtzieher des Syndikats aufzudecken, einer weltweit agierenden Terroristenorganisation. Selbstverständlich hat sich das Syndikat auf die Fahnen geschrieben, alle übrig gebliebenen IMF-Agenten auszulöschen. Ganz vorne mit dabei ist die schwer einzuordnende Doppelagentin Ilsa Faust, eine Schwedin, die im britischen Geheimdienst arbeitet und nun dem Anführer des Syndikats dient. Schnell erkennt Ethan Hunt, dass diese Frau sein Ticket ist, um den Kopf und damit die Organisation des Syndikats zu zerschlagen. Und selbstverständlich heißt das für unsere Helden, eine supergeheime Liste aus einem super gesicherten, supergeheim Versteck zu beschaffen. Aber dafür sind die Jungs und Mädels ja bekannt. Geschrieben und dirigiert vom Jack Reacher-Regisseur Christopher McQuarrie knüpft Rogue Nation direkt an die Ereignisse von Mission Impossible 4 an. In den Hauptrollen klar Tom Cruise, aber auch andere alte Bekannte wie Ving Rhames und Jeremy Renner und auch Simon Pegg, der sehr zu meiner Freude diesmal eine sehr viel ausgeschmücktere Rolle spielen durfte. Neu an der Front ist die Schwedin Rebecca Ferguson, die in die Rolle der Doppelagentin Ilsa Faust schlüpft. Versteht mich nicht falsch, nur weil Mission Impossible eigentlich seit Jahren immer das gleiche Rezept wieder aufbereitet, war Rogue Nation keinesfalls ein schlechter Film, ganz im Gegenteil. Trotz seiner etwas mehr als 2 Stunden Laufzeit war der Film nie langweilig und hat neben seiner hochkarätig produzierten Action auch jede Menge Humor an Bord, ohne dabei flapsig zu werden. Selbst Simon Pegg, der im 3. und 4. Teil eigentlich mehr die Aufgabe des Comic Relief erfüllt hat, hatte diesmal durchaus ein paar ernste oder bedrohliche Momente. Besonders erfreulich war auch die Rolle von Rebecca Ferguson, die im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Agentenfilmfrauen nicht so wirkte, als ob sie bei jedem zweiten Schritt in der Mitte durchknicken würde. Und während der Bösewicht in Mission Impossible 4 etwas zu wünschen übrig ließ, hat Rogue Nation mit Sean Harris einen wirklich gelungenen und ausdrucksstarken Antagonisten für Ethan Hunt gefunden, der in meinen Augen sogar auf gleicher Höhe mit Philip Seymour Hoffman sein könnte. Ich bin mir zwar noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin kurz davor zu behaupten, dass Rogue Nation der beste Film aus der Mission Impossible Reihe geworden ist. Also, wenn ihr Fans der Mission Impossible Filme seid oder einfach auf extrem gutes Actionkino steht, dann empfehle ich euch, geht ab dem 6. August ins Kino und guckt euch Mission Impossible 5 Rogue Nation an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und werde mich in 5 Sekunden selbst zerstören.